Manege frei. Tür auf. Genau. Zum Tag der offenen Tür strömten hunderte Interessierte ins Willy-Brandt-Haus der SPD-Parteizentrale in Berlin. Es gab Kuchen, angeregte Gespräche, und jede Menge zu gucken. Parteivorsitzender Sigmar Gabriel begrüßte seine Gäste. Herzlich willkommen im Willy Brandt-Haus. Und ich finde, wenn man was über die SPD wissen will, dann muss man nicht erst eine Sicherheitsüberprüfung über sich ergehen lassen. Das finde ich nicht. Generalsekretärin Andrea Nahles schrieb Autogramme. Und sogar Polizei und Hund kamen vorbei. So hektisch wie dieses Video war der Tag im Willy-Brandt-Haus gewiss nicht. Es war Zeit für Nazis umkegeln mit den Jusos. Oder einfach nur die Lieblingszeitung. Oben, unten, drüber, drunter, die Bude war voll. Puh, und wie war's? Als einen niederländischen Sozialdemokraten muss ich sagen, dass auch den deutschen Sozialdemokratie sehr, sehr nette Menschen sind und man hier sehr gerne hingehen möchte. Am nettesten war der Hausrundgang mit der Andrea Nahles, weniger der Räume wegen, die ich zum Teil schon kannte, aber was sie so nebenbei an Geschichten erzählt, also als jüngerer oder als älterer Zeit, das war sehr lustig und sehr spannend. Ich war heute beim Mädchengeburtstag eingeladen, ja, und dann hat mich eine Freundin abgeholt und dann sind wir hierher gefahren. Dann war wieder vorne noch was essen, so Brezel kaufen und so, dann sind wir hierher gegangen. Da haben wir noch mal kurz gesagt, also nichts aufregen für den Auftritt, ja, und dann haben wir das vorgeführt. Die Gedanken.